Es sieht aus wie ein Riesendreirad, ist aber eigentlich ein Minilastwagen. Hinten im Kastenkofferraum hätten locker 10 Mineralwasserkästen oder schlau gestapelt 100 Schuhkartons Platz mindestens. E-Cargo heißt das Pickup-Fahrrad mit Elektromotor, das Dirk Fromme in Offenburg dabei hat. Für den klimaneutralen Pizzaservice, für den Apothekenservice, vielleicht für größere Kaufhäuser, um die kurzen Wege des Transports nach Hause zu den Kunden zu befördern, aber auch für große Unternehmen, die große Betriebsgelände haben, um gewisse Dinge von Halle A nach Halle Z zu bringen. Alles, was da so inzwischen übers Internet, die Schuhe, das fünfte Paket Schuhe, kann damit auch noch transportiert werden. Das Ganze sieht auch noch komfortabel aus, bequemer Sattel und die ganze Sitzfläche ist überdacht. Also er braucht keinen Dreiwettertaft. Das steht fest. Bei einer Spitzengeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern hält die Föhnfrisur aber auch so. Ich will jetzt wissen, wie es sich damit fährt. Thomas Block erklärt mir, wie es funktioniert. Also erstmal keine Angst vor dem großen Gefährt haben. Ist und bleibt ein Fahrrad. Einfach nur draufsetzen, hat vorne und hinten jeweils eine Bremse. Ne? Sobald ich trampel, springt der Motor mit an. Höre ich auf zu trampeln, ist der Motor aus. Eine Hupe ist für Straßenverkehr zugelassen. Also Licht, Hupe, Blinker, alles vorhanden. So, also ich sitze hier ganz fest im Sattel. Jetzt löse ich mal die Bremse und fahre mal los. Mal gucken, was passiert. Ja, geht gut, hoch. Geht schon. Kopfsteinpflaster, ups. Das wird hier gleich richtig schnell. Kopf ausschalten und gegenlenken, ruft mir Dirk Fromme noch hinterher. Und nach ein paar Metern geht es auch schon ein bisschen besser. Und er hätte in Sachen Nachladen in Offenburg kaum Probleme. 8 Ladestationen gibt es hier schon. Die Stadt will in Sachen Elektromobilität nämlich wegweisend werden. Auch im Südschwarzwald ist schon kräftig aufgerüstet worden, sagt Christian Kleiber von der Initiative Zukunftsmobilität. Also wir selber haben gerade den kompletten Südschwarzwald so koordiniert, dass da überall Ladesäulen sind. Sie bleiben im Südschwarzwald nirgends mehr liegen. Sie können von Lörrach bis mindestens Tübingen, wenn nicht Stuttgart, elektrisch fahren. Und Sie können auch nachladen. Mein Lastenfahrrad ist eindeutig was für kurze Wege. Null Spritkosten und keine Parkplatzprobleme. Das ist überzeugend für die Innenstadt. Und man ist auf jeden Fall schneller als mit Movi, dem Elektroroller. Der ist dann eher was für die Rente. Ältere Männer sind gerne ein bisschen eitel auch. Die wollen nicht alle dann auf die niedrigen Elektroscooter, wo ich im Sitzen fahre. Mit diesem Fahrzeug stehe ich, das wirkt einfach sportlicher, jugendlicher und das ist doch auch bei älteren Herren häufig dann der Fall. Sie suchen also dann doch nach einer Alternative, die nicht als Behindertenfahrzeug kategorisiert wird.